Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zu einem weiteren Video der Content Week, Tag 2 von 7, um genau zu sein. Wir spielen heute Poppy Playtime. Es ist ein Horrorspiel und ich bin mal gespannt, ob ich mich das wirklich gettet, weil eigentlich bin ich nicht so der Typ, der auf Horrorgames reinfällt. Aber naja, wir werden sehen. Ich habe auch noch nie wirklich ein Horrorgame gespielt, sondern meistens nur zugeschaut. So, jetzt habt ihr nämlich auch Audio. Und ja, deswegen, wir gehen aber mal rein. Wir klicken auf Play. New Game. Ich habe ja kein Ding. Hold any button to skip. Ich will aber nicht skippen. Da kommen wichtige Infos vor. You are about to see. The most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll. Ist das jetzt schon der Jumpscare eigentlich? Also, der könnte auch der Jumpscare sein. Boah Gott, das bist du hässlich. Digga, die kann nicht hässlicher aussehen als das. Bringt auch nichts mehr, die Haare zu kämmen. Die sieht trotzdem noch hässlich und gruselig aus als fuck. Aber 7 Euro, okay, ja gut, 7 Euro, 6 Euro. Okay, geht. Playtime! Nations Favorite Toys, dann tut mir die Nations sehr leid. Nein, will ich nicht. Ich gebe keine 3 Euro aus. Dankeschön. Aber wie ich das Game kenne, gehen wir da jetzt genau rein und ja. Okay, Blume, super. Poppy Playtime. Jeder denkt, dass die Mitarbeiter vor 10 Jahren verschwunden sind. Wir sind alle hier. Finde die Blume. Okay, Deal. Nice. Wir müssen eine Blume finden. Okay, das ist doch mal eine Mission. Okay, so sind wir also in der Fabrik. Escape to pause. Okay, dann haben wir schon mal eine Funktion gelernt. Gut, kümmern wir uns gleich drum. Kommen wir hier rein. Press X to doubt. Ich komm doch das safe. Na, okay, komm ich nicht. Gut. Bevor wir uns das angucken. Ist es Rätsel? Ist es wie ein Rätsel? Wir haben rot, schwarz haben wir, ne, schwarz haben wir nicht. Rot, gelb. Oder diese gelb, blau, rot, gelb. Gelb, blau, rot. Nö. Ne. Was ist denn die Bodenkacheln, maybe? Also, wir haben erst rote, dann blaue, dann gelbe. Naja, okay, keine Ahnung. I don't know. Ich sag mal, jetzt das Band abspielen. Hi, my name is Late Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more... Wenn ihr jetzt einen Kurz sagt, habe ich ja Pech gehabt. Whatever you're doing.
doing is worth it. Gut. Dann bleibt ja nur noch die Richtung hier. Ist hier irgendwas? Nö. Hey, hier ist auch nichts. Kann ich hier den Train interagieren oder so? Warte mal. Der hat vier Farben. Grün, Pink, Gelb, Rot. Ich hab ein Guess. Grün, Pink, Gelb, Rot. Ja. Nice. Jetzt sind wir hier so in der Security-Zentrale. Nein, hier haben wir ein blaues Ding. Kommen wir hier rein? Nein, kommen wir nicht. So. Playtime. Oh, Grab Pack. Ist das ein Grab Pack? Ich bin mir nicht sicher. Es könnte ein Grab Pack sein. Aber wie komme ich da ran? Pull to trigger fire. Okay. Pull again to retract. Also einmal drücken zum Ding. Und gedrückt halten zum. Okay. I see. Also. Gehst du jetzt hier auf? Oh, ich stehe in dem Ding drin. Oh, warte mal, jetzt haben wir blaue Hand. Ja, erstmal PC mitgenommen. Blaue Hand, warte mal. Blaue Hand ist doch hier. Ja. Oh, was ist denn du? Hallo. Dann das Tor hier. Zack. Strom. Oh, jetzt. Wo ist der hin? Okay, der kommt aber noch nicht, oder? Der kommt jetzt noch nicht direkt. Scheiße, der ist weg. Scheiße. Huggy ist weg. Ja, dann kommen wir einfach nur noch hier rein. Mal gucken, ob der Strom wieder ausgeht. Ne, diesmal geht's sogar. Ich gehe mal auf Abstand direkt. Gänge. Wir kennen sie alle aus Horrorspielen. Da war da gerade eine Hand? Da war doch gerade eine Hand. Jetzt hier. Hatte der seine Hand dran, dieser fetten von da vorne. Scheiß Plüschfigur, Alter. Dann räumen wir uns mal hier den Gang frei. Hallo, bitte einmal aufmachen. Ah, scheiße. Kann ich hier... Ah, oh, die kann ich nicht öffnen. Natürlich kann ich die öffnen. Oh, Junge. Ich gucke halt sonst nur... Wenn dann guck ich halt nur so Horror Games und da ist es halt nie so irgendwie gruselig. Aber selber zu spielen ist dann doch schon schlimmer. Was bist du? Haben wir hier irgendwann PowerPoint oder so? Irgendwie so, maybe? Nö. Was hat der Pling gemacht? Hä? Das ist weg! Warte mal. Items? Oh, ich hab's im Inventar genommen. Dann war es gewiss im Aussammeln gedacht. Oh, oh, nein! Ich wollte. Scheiße, ich wollte nicht runter. Komme ich hier wieder zurück? Aber hier oben haben wir das Ding von vorhin eben nochmal in Rot. Hier brauchen wir schon wieder eine rote Hand für. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich wie viele Inventar? Ein? Ne, zwei. Zwei von vier. Jetzt die Frage, wo ist der gelbe und wo ist der grüne? Aber da oben ist noch einer. Ah, und da ist der zweite. Die sind mir schon mal aufgefallen. Also, die sind mir schon aufgefallen, aber ich habe sie nicht als das erkannt, was sie sein sollten, quasi. Als diese Elektro-Cubes oder so. I don't know. Ja, hol mir die Hand. Hol mir die rote Hand. Sehr nett.
So. Ah, einfach ein E. So, jetzt ist es wie in... Nicht Vollgeist. Doch, Vollgeist. Nee, nicht Vollgeist. Wie in... Mir fällt der Name gerade nicht ein. Das ist, wo man so klettern muss, als auch so Figuren. Ja, Human Fall Flat, genau. Es ist genau wie ein Human Fall Flat. Hier kommen wir hoch. Oh, hier haben wir den Power-Up-Dinger. Nice. Der muss jetzt einmal hier rum, oder? Genau. Müssen wir so machen? Ja, müssen. Boah, ich dachte gerade schon. Boah. Jetzt kommen wir einfach Teile runter, oder was? Festhalten. Geht nicht. Hier ist ein Hebel. Will ich den umlegen? Ich lege ihn mal um. Bei dir passiert alles nichts. PowerPoint 1, aber da steht nicht hinter Strom, oder? Nee, weil hier kommt kein Tooltip. Aber du musst noch Strom. Na, du gibst Strom. Warte. Heißt, wir müssen die Line von da nach da hinten ziehen. Und dabei die zwei Dinger berühren. Okay, ja. So. Jetzt einmal. Den müssen wir loslassen. Jetzt einmal hier rum. Einmal hier rum. Das reicht nicht, scheiße. Die müssen also beide aktiviert sein. Dann war ich aber vorhin ja gar nicht mal so schlecht dran mit der Lösung hier. Weil mit der bin ich zumindest bis hier hingekommen. So irgendwie. Oh. Okay. Make a friend. Press. Okay, die Maschine läuft jetzt scheinbar. Teamarbeit. Gut. Dann nehmen wir die Puppe mit. Ah, die können wir hier hin platzieren. Ach nee, Leute. Na gut, scheiß drauf. Wer bist du? Wer bist du? Geh weg, geh weg, geh weg. Boah. Don't die just yet. Okay. Kann ich irgendwas aktivieren? I don't know. Wo soll ich hin? Da rein? Ich geh da rein. Geh weg! Nutzen so. Ah! Ah, schnell weg, schnell weg! Rein da, rein da, rein da. Easy. Opfer. Ich hätte reingemusst. Jetzt hier rein, grip, grip! Okay, Sprint jumpen bringt nichts. Da komme ich nicht hoch. Okay, drüber jumpen! Drüber jumpen! Scheiße. Wer immer noch hinter mir? Hinter mir! Ja! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! Wo rein? Nein, nein! Der ist so nah hinter mir. Da rein? Ich geh mal von aus da rein. Fuck.
Da kommt er her! Renn, renn, renn! Aha, du Opfer! Scheiß Wichser! Komm ich hier weg? Komm ich hier weg? Scheiße! So, jetzt muss ich irgendwas tun. Kann ich das Ding? Ja, ich kann das Ding hier runter. Boah, Junge. Du Wichser, bist jetzt tot, Alter. Du bist hier abgestürzt. Der ist safe für dich. Der hat das Ding voll auf die Fresse bekommen und ist runtergestürzt. Und da vorne haben wir auch die Blume. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Komm hier durch die Tür raus. Lass mich durch die Tür, bitte. Nicht, ich scheiße. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Der wurde umgebracht. Der kommt gleich so sehr von der Typ wieder an. Da vorne kommt er raus. Ich sehe es doch jetzt schon. Nö. Wo geht's hier weiter? Hier. Was bist du? Fuck, ich hab das nächste Monster freigelassen. Gut, das war's. Wenn euch die heutige Folge der Content Week gefallen hat, Tag 2 von 6, dann lasst gerne ein Like da, ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und die restliche Content Week nicht verpassen wollt. Und natürlich auch einen Kommentar schreiben und einen kommentierten Kommentar schreiben, um den Algorithmus ein bisschen zu pushen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Leute.